Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zum zweiten Part von Dualism, der Warcraft 3 Horror-Kampagne. Im letzten Part waren wir ein Waldstück durchlaufen, durchwandern, weil wir so gerne joggen gehen, mitten tief nachts im Wald, und wurden von einem Monster niedergeschlagen. Wir wachten in einer komischen Hütte auf und merkten, dass wir den Wald sehr gerne durchwandern würden, aber wir bräuchten eine Lampe. Also haben wir eine Öllampe gefunden im Keller und uns hat ein Monster verfolgt. Nun sind wir wieder an der Oberfläche und rennen um unser Leben. Eigentlich ist unser Auftrag, herauszufinden, warum in Dortmund keine Menschen mehr leben. Also, als einheimischer Berliner weiß ich, warum in Dortmund keine Menschen mehr leben. Wer will denn da wohnen? Es geht um eine fiktive Stadt namens Dortmund. Dortmund. Königstor. Tormund. Genau. Und wir müssen herausfinden, warum hier dort keine Menschen mehr leben. Wir haben ziemlich viele Hinweise schon gefunden über Menschen, die irgendwie verschwunden sind. Ich blute schon wieder. Was? The fuck? Wer legt denn hier Fallen hin? Ich müsste wahrscheinlich wirklich meine Lampe rausnehmen. What the fuck? Ich bin tot, Leute. Verfickte Kacke. Ich habe 20 Öl noch. Hier oben sieht man es. 19. Wer legt denn hier Öl Fallen hin? Verdammte Kacke. Ich bin doch kein Tier. Also, aussehen wie ein Tier tue ich schon, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ich bin gleich tot. Übrigens. Das ist schon wieder eine Bärenfalle. Verdammte Kacke. Ich hätte mich sterben lassen sollen davon. Ich hätte eigentlich... Soll ich laden? Ich habe so wenig Leben. Ich will immer so ein bisschen... Da ist irgendwo ein Heiltrank. Wo? Wo? Ich brauche den Heiltrank. Dort hinten. Nice. Die müssen wir auch leider wieder gleich nehmen, ne? Wir können auch... Wir kriegen überall hier dieses Tinder, aber wir haben ja nirgendwo Kerzen. Ich habe Öl aufgenommen. Nicht Leben. Da war Öl drin. Ach, Kacke. Aber ich habe doch da gerade... Ich habe doch irgendwo... Ich habe doch gerade Heilung gesehen. Bitte gib mir Heilung. Übrigens, was ich gerade sagen wollte, Tinder. Wir haben sowieso keine Chance auf Tinder. Wir sind ein beinloser, humpelnder Mann. Der will doch keinen. Und jemand, der so schlechte Witze macht wie ich, sowieso nicht. Also, den will keiner. Wir brauchen Öl, auch wenn wir die Lampe nicht tragen. Kann das sein? Oder verbraucht die so schnell? Gott, Alter, ich dachte, ich wäre gerade gestorben. What the fuck? Was ist denn hier los? Hier würde ich auch nicht wohnen wollen. Und nicht nur wegen den Geistern, das sieht echt kacke hier aus. Stahlfalle. Irgendwo ist hier eine Stahlfalle. Muss aufpassen. Oh. Machen wir wieder Licht an. Da ist es. Nett. Verdammte Wichser. Warum liegen die denn das hier mitten auf dem Weg? So, wir haben kein Öl mehr. Nett. Wir sind mitten allein in einem Wald. Geil. Ich will eigentlich nur noch nach Hause. Ist das mein Journal-Update? Bitte renn um dein Leben und geh nach Hause. Heiltrank. Okay, ich konnte mich gerade nicht bewegen, es war eine Cutscene. Geil. Scheiß Eule. Ich will nur weg hier. Lass mich gehen. Hilfe. Leute, ich will doch nur einen Heiltrank.
Ich glaube einfach, dass es einfach sehr weit weg ist, was ich hier gerade anklicke. Und ich habe keine Ahnung, wohin wir laufen müssen, Leute. Es ist mittlerweile immer noch 0 Uhr. Wahrscheinlich ist meine Uhr stehen geblieben. Ich habe wahrscheinlich auch nur eine Sonnenuhr. Es ist 1886. Meine Taschensonnenuhr und es ist sehr dunkel hier. Ich sehe absolut nichts. Da war doch gerade was, oder? Immer wenn nämlich die Hand gelb wird, weiß ich, dass da irgendwas liegt. Da hinten liegt irgendwas. Müssen wir da durch? Wir kommen doch von hier, oder? Nein. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir sind, Leute. Wir irren gerade durch einen dunklen, sehr unnachgiebigen... Oh, da hinten ist eine Laterne. Ich glaube, da bewegen wir uns mal hin. Passen mal ein bisschen auf, dass hier keine Bärenfallen auf uns warten. Wir haben nur noch 23 Leben. Und humpeln wie ein alter Mann. Da hinten ist irgendwo eine Bärenfalle, da gehen wir nicht lang. Wenn wir bis zum nächsten Speicherpunkt kommen, haben wir es relativ gut. Noch eine weitere Hütte im Wald. Wer will denn hier wohnen? Leute, jetzt mal ernsthaft. No. Nein. Dude, ich hab... ich will da nicht lang gehen. Ich will da eigentlich gar nicht lang gehen. Eine Scheune. Wir gehen mal hinein. Es wird schon schief gehen. Mein Dude ist gerade von alleine gelaufen, Leute. Gruselig. Ja. Leichen? Nein, ein Bett. Und ein Kreuz. Gläubige. Nice! Ich habe jetzt die Kerze angezündet. So funktioniert das also mit den Flint. Kann ich die Äpfel essen? Oder Birnen? Kartoffeln? Ich will irgendwas essen, damit mein Leben wieder hochkommt. Why won't you heal? Granuliert die Wunde schon? Ich will eigentlich nicht enden wie dieser arme Mann. Er ist irgendwie tot? Oder dergleichen? Ich weiß es nicht. Ich habe seine Leiche nicht gesehen. Aber wenn es um ihn so steht, wie er es beschreibt. Eine Feder. Dann dürfte er wohl nicht überlebt haben. Da war irgendwas. Die Tür. Verdammt. Wollte irgendwas Wirkliches haben. Was Greifbares. Was Schönes. Was zum Spielen. Was zum Schmusen. Keine Tür. Obwohl Türen ziemlich sexy sein können. Zum Beispiel, wenn man vom Monster weg rennt und mein Typ einfach so rückwärts geht. Yay. Holzstämme. Kippte Sackkarren? Ich höre meine Schritte immer. Egal, ob ich laufe oder nicht. Ich bin schon sehr weit gekommen in meinem Leben. Ich höre meine Schritte schon, wenn ich nichts mehr tue. Verdammt. Woran merkt man eigentlich, dass man schon sehr oft und weit gelaufen ist? Man hört die Schritte, bevor man überhaupt läuft. Sieht aus wie eine Burg, auf die wir losmarschieren. Aber an dieser Burg ist ein Hebel. Und neben dieser Burg ist ein Dorf. Ich
glaube, wir gehen erstmal ins Dorf. Dann sind wir nämlich hier, genau, hier sind noch ein paar Hütten. Ich möchte, glaube ich, erstmal dorthin. Vielleicht können wir dieser Hütte noch irgendwas abschrauben. Da hinten sieht es auch nach einem Gasthaus aus. Vielleicht kriegen wir ein kühles Bier. Oder einen guten Wein. Obwohl. Wenn dieser Ort ja verlassen ist, zweifle ich das. Dort hinten ist noch eine einsame Hütte. Mit sehr vielen Bärenfallen wieder um sie herum. Ich glaube, wir gehen erstmal in die leere Hütte und dann gehen wir ins Dorf. Diese Bäume? Das ist hier schon ein bisschen gruselig. Ist es eine Kirche? Ich mach gleich draußen mal nochmal die Lampe an. Um zu sehen, was genau das für ein Ding war. Oh, jetzt habe ich die Tür nochmal angeklickt. Wollte ich nicht. Aber wir haben so wenig Öl. Ich möchte das eigentlich nicht verbrauchen, aber das sah ein bisschen aus wie eine Kirche hier. Aber sie scheint nicht keine Kirche zu sein. Ist irgendwo eine Kerze noch. Die können wir bestimmt anzünden. War eine Truhe. Mit Tinder drin. Tindergarten. They found the answer. It's a stone. That's what they've been hiding from us from all this time. This is bad news. But why? Why spend so much time and resources on such a small item of this world? And come to think about it, there has to be more to it. But there isn't enough time. I must start to plan my journey out of here. All das für einen Stein? Was soll das für ein Stein sein? Someone has been going through my documents. He certainly has the carelessness of a child leaving this many tracks behind him. This is bad. What if he goes after it? Anyhow, this can no longer be a concern of mine. I have collected all that is needed, and shortly I must travel. Anscheinend hat er es nicht geschafft. Sonst hätten sie mich nicht geschickt. Nicht wahr? Kein Heiltrank in Sicht. Ich sterbe. Er war Holzhacker, war keine Kirche, es war. Der Locker, also der Holzhacker war's. Holzfäller. Dort hinten ist die Burg. Und dann dürfte hier das Dorf sein. Nicht wahr? Ich bin auch sehr langsam. Liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr, sehr verletzt bin. Halb tot. Sterbend. In einem toten Dorf. Der Schmied. Fuck. So sieht es nämlich aus, wenn man stirbt. Man kriegt so ein kleines, schönes Bildchen. Hier sieht man nichts mehr. Der Bildschirm wird rot. Und wir müssen das Spiel laden. Verdammte Kacke. Jo. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir gleich wieder beim Dorf sind. Bis gleich. So Leute, jetzt stehen wir wieder vom Schmied. Und ich habe die Falle entschärft und bin an eine andere reingerannt. 23 Lebenspunkte. Gleiches Outcome, als waren wir noch nicht hier. Ihr versteht? Nein, das wollte ich nicht. Hör auf damit. Wir gehen zum Schmied. Hast du mir nicht zugehört? Oh. Hübsch. Ist ja die hübscheste Wohnung, die ich je gesehen habe. Nice. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Diese Tür scheint keine Tür zu sein. Verdammt. Schmied hatte nicht mal, keine Ahnung, wir hatten einen Bär.
Der Bär, der Bär und die Jungfrau her, erhob sie in die Höhe, der Bär, ja, es roch nach Honig schwer. Sie trat nach ihm, die Jungfrau her, doch vom Haar den Honig schleckte er. Und so ging es hin und her, vom Haar den Honig schleckte er. Ich hab keine Ahnung, wie das Lied geht. Die Taverne. Hier wollte ich hin. Sieht aber nicht aus, als hätten sie irgendetwas da. Das Essen steht noch auf den Tellern. Lebenspunkte. Es sieht so aus, als hätten sie das Dorf recht fluchtartig verlassen. Die Becher stehen noch da. Ein Stuhl ist umgeworfen worden. Wer hat die Einspielung verstanden? Nein, es sind nur Blumen. Verdammt. Ich dachte, es wäre Leben. Nur Staub und verdorbenes Essen. Was für eine Scheißschenke. Hätte ich auch in England bleiben können. Ich dachte, deutsches Bier sei das Beste. Was ist das hier? Boros Salben. Joros Salben. Na, dann gehen wir mal zum Salbenmeister. Der dürfte doch bestimmt einen Heiltrank haben, verdammte Kacke. Ich höre Fliegen. Verdorbenes Essen. Diese Familie scheint schon lange weg zu sein. Das Essen ist verdorben. Fliegen scharen sich darum. Die Maden tummeln sich im toten Fleisch und im Speck. Selbst das Korn ist verdorben. Fliegen sind überall. Hier war schon seit Jahren keiner mehr. Ja, warum zum Teufel hat der Salbenmeister keinen Heiltrank? Was ist denn das für ein Salbenmeister? Jordans Salben. Jordan, du bist doof. Ein Salbenmeister ohne Heiltränke. Er muss es in seinem Beruf weit gebracht haben. Ich muss mit den Pfeiltasten lenken und mein Daumen, der ist so ein bisschen verkrampft, weil er das nicht gewöhnt ist. Hör auf zu rennen. Wir sind zu Gast. Oh. Der Schmied hat seine Schmiede angelassen? Der Wetzstein ist auch noch frisch. Merkwürdig. Er scheint noch nicht so lange fort zu sein. Was ist das hier für ein Gebäude? Steht es irgendwo da? Nee. Sieht aus wie ein Wachturm. Ein Heiltrank. Nein, 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 nein. Ich hatte bloß Angst, dass da wieder irgendwo eine Falle vorsteht. Damit wir nicht dran sterben. Am Heiltrank. Sieht nicht nach einem Heiltrank aus, es ist grün. Aber, ist hier ein Heiltrank drin? Öl. Na, ja, wenigstens etwas. Das hier scheint der Hexenmeister zu sein. The potion is labeled Zeitreise. Die Flasche trägt die Aufschrift Zeitreisen. Abtractus Cunalis. The last brewing went horribly wrong. It seems like I wasn't able to fully subtract the poison from the nostrid mushrooms. I can't use Belaya nectar either, as it would cancel out the hallucination effect of the brew. Perhaps if I added some carcoil, it would absorb the poison. I would need to add some kind of substance to increase my happiness while I'm there visiting her. I want to have a pleasant visit, after all. Vielleicht sollten wir das nicht trinken. I can't believe that it actually worked. I woke up beside Jennifer. I felt so secure, so loved. It was amazing. I
pressed her up against my chest, held her tight, and explained my love to her. It was just like the first weeks of our marriage. Not a thing in the world to worry about. Nostrid mushrooms really does wonders. Wait. What? It can't be over yet. I need more. I need to make another brew for tomorrow. I can't stand being in this rotten world without her. I need to return. Okay, anscheinend reist man mit diesem Zaubertrank zurück in der Zeit, und zwar nur für ein paar Sekunden, und er will seine tote Frau sehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir diesen Zaubertrank jetzt trinken, diesen Zeitreisetrank. Wahrscheinlich sterben wir, aber auf Ex. What? Wir sind wieder in der Hütte. Tür geht aber nicht auf. Aber jemand bricht ein. Oh mein Gott. Well. Pack the shit out. Ich hab mich gerade wirklich erschrocken, Leute. Geil. Seine Frau ist ein reizendes Ding. Süß, hatte zwei Köpfe. Genau wie ich meine Frauen mag. Tot. Schön. Ah, die nächste Bar. $700? You call that an offer? I knew that buying this old excuse for a tavern was going to be a faulty decision. This won't do. I'll have to figure something out. Okay, die wollten ihn 500 für die Bar anbieten. Er hat das Angebot wahrscheinlich irgendwie nicht angenommen. Er muss ja was, hat er auch gesagt. Er muss irgendwas sich überlegen. Alle wollten irgendwie raus aus der Stadt. Alle wollten gehen. Wie viele Leute haben es wohl geschafft, wirklich zu entkommen? Das sieht nach dem größten Haus aus. Ich würde sagen, da gehen wir nochmal rein. Hier ist der Brunnen. Welches ist der Mentor da drin? Wer weiß. Hier waren wir schon drin. Das war das Salbenhaus. Da ist die Taverne und das Haus, wo wir am Anfang drin waren, der Schmied. Hier ist der, der seine Bar verkaufen wollte. Hier ist der Zaubertrankmeister. Genau, und jetzt gehen wir in das große Gebäude ohne Aufschrift. Okay. Das ist das Haus mit dem blutigen Boden und den Leichen. Fuck. Ich will hier raus. Oh mein Gott. Der Angermann. Wie zum Hohn streckt er mir seine Zunge heraus. Das falsche Zimmer gewählt. Ein Schlüssel.
Abgenutzter Schlüssel. Oh mein Gott. Tschüss. Ich werde gehen. Verpiss mich. Hab ein schönes Leben. Ich gehe. Wir sehen uns alle in der Hölle wieder. Aber ich würde sagen, kann ich eigentlich speichern? Geht trotzdem gut. Wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.